Ich schau gerade mal. Ich glaube, ich baue mir das nächste jetzt hier dran. Nicht da dran, hier dran. Nicht da dran, hier dran. Nicht da dran, hier dran. Da dran ist mir egal, komm. So. Ist mir eigentlich auch relativ egal, wo der Herr Gesangsverein gerade steckt. Der soll sich ruhig zeigen, kriegt auf die Fresse und dann hat sich die Sache. So. Jetzt habe ich es mal gesagt. Bringt er wahrscheinlich seine weißen Freunde mit. Und dann krieg ich auf die Fresse. Deswegen nehme ich mir jetzt ganz kurz erstmal die ganzen Bombstämme, die hier liegen. Boah, echt jetzt? So, fehlen noch 6. Da drüben liegen noch 2, 3. Sehr schön. Hier liegt so viel. Ach du Scheiße, das liegt... Wie viele habe ich bitte abgeholzt? Eins und da lag noch einer. Da. Ganz kurz ein bisschen ausruhen. Wir können mal so ein Stamina... Stamina, flupp. Erstmal mal so ein Blütenmix. Die tun wir halt sowieso in wärme halt sowieso wahrscheinlich häufiger nutzen als das andere Zeug, weil die bringen ja mehr. Huch. So. Dann. Ich will nicht wissen, was das ist, keine Ahnung. Dann, jetzt hier, nächste Bridge. Super. Nächste Bridge. Hallo, bitte die nächste Bridge, sag ich doch. Alter, ich will die nächste Bitch jetzt haben hier. Hallo? R? Für Rolle? Ach, der hat nur die beiden Punkte. Der nicht so praktisch. Gut, dann halt so. Und da haben wir den nächsten Punkt. Und da sieht man schon, wir haben jetzt von der Base aus einen riesen Weg hier rein in den Wald. Huch, falsche Keule. Also richtige Keule, aber falsches Werkzeug. Und wir werden natürlich versuchen, hier langsam alles zu erschließen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, aber an sich... Ich hoffe, der Spielstand ist nicht weg dann. Sollte der Spielstand weg sein, ist aber jetzt auch nicht so schlimm, muss ich gestehen, weil dann... probiere ich einfach andere Dinge aus, das ist jetzt auch kein Ding. Wir haben jetzt so viel hier schon gebaut. Und ich würde, muss ich gestehen, einiges anders bauen, wenn ich es nochmal bauen müsste. So, wollen wir einfach mal hier einen Stick heute hin, weil ich kann. Und hier so 1000 Sticks immer rumliegen. Stickholder überall hinbauen ist eigentlich eine gute Idee. Du läufst durch den Wald. Sag mal, du spielst das Spiel schon eine Weile. So, du läufst durch den Wald. Und dann irgendwie brauchst du gerade einen Stick. Und dann hast du überall so provisorisch einfach mal Stickholder hingebaut. Die voll sind natürlich auch. Und ja, bist du halt einfach da und denkst dir, hey, cool, Stickholder. Nimmst du den Stick, fertig. Du musst natürlich dann an der Weide wieder auffüllen und sag mal, du läufst gerade durch die Gegend und bist voll, dann kannst du halt einfach sagen, okay, hier ist ein Stickholder von mir, hau ich einfach mal alle rein, die ich habe. So. Mal ganz kurz hier ein bisschen durchs Gemüse. Wie gesagt, bin kein Freund von diesen ganzen Büschen, die mir hier alles versperren. So. Jetzt müssen wir gucken. Der Baum wollt ja nicht. Deswegen kommst du jetzt auch rein. Ach guck mal, das ist ein komischer Ansatz. Und der bleibt dann übrig wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich beim letzten Baum auch so gewesen. Da ist ein Baum in den anderen einfach reingewachsen. Und der andere hatte dann halt keine Chance zu wachsen mehr.
Ist üblich so in der Natur, also warum nicht hier? Wow. Das dachte ich aber gerade. So, Moment. So, wollen wir da einfach mal zwei rein. Ich baue jetzt einfach die zwei da rein, weil wir die zwei gerade hier haben. Das ist vollkommen egal. Wir müssen so oder so irgendwann bauen, also kann ich auch gleich anfangen damit. So. Hätten wir den weg. Ja, dann würde ich sagen, baue ich einfach mal hier weiter. Wir haben eine Verbindung. Was? Oh, nicht schon wieder. Ich bin so... Ach, nee. Jetzt verlieren wir die ganze Rüstung. Ja. Die hätte ich echt nicht dahin bauen sollen. Das war nicht so meine beste Idee, die ich hatte bis jetzt. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Jetzt haben wir natürlich wirklich unsere ganze Rüstung gerade an dem Scheiß verbraten, Alter. Wie behindert ist das? Ich wollte gerade gucken. Hat der denn hier jetzt... Hier hat er noch einen Ankerplatz, okay. Dann würde ich den Ankerplatz natürlich dann hier nach hier rüber verlegen. Und dann brauchen wir hier gar keine Bäume mehr. Dann können die alle weg. Weil dann sind wir ja nach da. Und nach da ausgerüstet und können das dann eventuell wieder zusammenlaufen lassen. Können hier also eine Schneise reinschlagen. Wir müssen halt gucken, wo wir Bäume haben und wo wir... Ich habe gerade was gehört. Wir müssen halt gucken, wo wir Bäume uns nehmen. Achso, ich habe noch den... Das war eine ganz dumme Idee, sich beim Trinken unter den fallenden Baum zu stellen. Und ich habe gerade die Ureinwohner gehört. Genau das meine ich. Das ist halt, wenn du andere Let's Plays guckst, dann übernimmst du automatisch das, was die anderen auch sagen. Wenn du halt, wenn da die, zum Beispiel einer Ureinwohner sagt, dann sagst du das dann irgendwann auch. Das ist ganz normal und... naja. So, C und Z und Z. Hoffentlich schaffen wir es noch rechtzeitig. Haben wir geschafft, super. Das heißt, keine Ureinwohner hier. Nur, ich brauche jetzt gerade noch nicht essen. Unsere Ausdauer haben wir aufgefüllt wieder. Wir können also frohen Gemütes weiterbauen. Hoffe ich. Du kannst noch weg. So, also jetzt möchte ich echt gegen keinen kämpfen, muss ich gestehen. Jetzt komme ich mir gerade ein bisschen nackt vor. Ohne Lurche so komplett, das war vielleicht nicht die beste Idee, diese Feuer zu bauen. Und ich werde jetzt aufpassen, dass ich da nicht reinrenne. Hä? Wo kommt der denn her? Das war bestimmt zum Flugbaum. Woo! You only live one! Once? So, Moment. Ich würde sagen, es ist das intelligenteste, was bei die Plattform zu Ende bauen, glaube ich. Den können wir ja nicht wegholzen. Das ist the mother of tree. Die ist nicht so einfach wegzuholzen, sagt Mutter Natur, nicht so mein Freund, und dann hast du keine Chance mehr. Ja, bestimmt im Laufe des Tages... Wir haben bestimmt im Laufe des Tages wieder hier Kannibalenbesuch bekommen. Fall mein kleines Bäumchen ganz still und sacht, dann nehme ich dich und baue dich in mein Gedach. Ach, was macht das für ein Spaß, heute geb ich richtig Gas. Und schon bald, das sage ich dir,
gehört die ganze Insel mir. Kann ich nicht unschön singen? Ja, ich weiß. Ich bin schrecklich. Ein schrecklich netter Mensch. So. Moment. Dann würde ich sagen, wir bauen hier wieder eine Tree Bridge mit dem Ankerpunkt zu dem Ankerpunkt. Ach so. Doch. Genau, das ist richtig. Und dann haben wir hier unseren... Weil, guck mal, dieser Baum, ohne Spaß, dieser Baum könnte niemals diese drei Brücken halten. Das ist vollkommen unrealistisch. Aber gut. Jetzt muss ich gucken. Da ist eine Plattform drauf, deswegen lasse ich den einfach mal stehen. Sonst würde ich ihn wahrscheinlich wegruppen. Hier baue ich mir jetzt mal. Ich bin halt voll im Bautrag, ich weiß auch nicht warum. Ich baue mir heute meine eigene Welt, so wie es mir gefällt. La 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 la. Was? Da. Da muss ich mir mal noch ein Cage bauen, weil ich renne bestimmt nicht wegen jedem einzelnen Vieh über einmal über die ganze Map. Hier ist jetzt noch nichts drinnen. Das sah gerade seltsam aus, deswegen habe ich mal draufgeschlagen. Steine können wir immer noch nicht mitnehmen. So, super. Das könnte jetzt echt mein Untergang werden. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich das mache, was essen. Weil es wird sonst katastrophal. Vielleicht rennen die mir jetzt hinterher und rennen so eine Falle rein. Das ist ja natürlich auch praktisch. Wir haben keine Lurche mehr. Das ist jetzt, jetzt sind wir, genau sowas kann halt passieren, ne? Du bist ja also sicher, okay, ja, ich hab alles, mir kann nichts passieren. Und dann passiert dir genau sowas. Und ich würde gerne echt wissen, wie man diese Dinger bekommt, diese Treeseps, die kriegt man ja manchmal. Aber durch Bäume fällen kann es nicht sein, weil sonst hätten wir echt hunderte davon. Also es gibt ja hier diese Treesep und dann gab es hier unten noch welche. Ich weiß aber nicht, wie man die bekommt. Ich glaube, da musst du Kräuter sammeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich könnte jetzt nur Vermutungen anstellen. Ich warne euch! Ich kann Büsche zerschlagen! Bleibt mir fern! So. Habe ich die kurz vorgewarnt, dass ich Herkules bin. Und dann geht es jetzt weiter und dann frisst man jetzt den Baum hier aus. Und dafür klopp ich dann erstmal den weg. Den braucht nämlich keiner. Hat er mir gesagt, keiner, dass er den nicht braucht. Ich muss gestehen, ich bin ja kein Freund davon, Energy am Tisch zu haben. Gerade der Tisch, der so klein ist, aber ich trinke seitdem ich hier bin eigentlich gar keine Energy mehr. Also in Jena, wo ich gewohnt habe, da habe ich wirklich fast jeden Tag eingesoffen. Aber hier jetzt so. Achso, Quatsch. Mehr als zwei kann ich nicht tragen. Hier jetzt echt, also ich glaube, während ich hier wohne, ist das mein fünfter oder so. Und ich wohne jetzt hier seit über einem Monat schon. Natürlich, wenn ich mir was hole, hole ich mir mehrere und trinke die dann auch alle gleich. Oh oh. Wo? Mach mal einen Flocken, Süße. Wo ist die Dame hin? Ich habe das Gefühl, das möchte sie mir sagen. Sie möchte mir sagen, hier bin ich. Ja, du bist wunderschön. Ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ich glaube, die Dame hat leichte Probleme. Ich kann dir da aber leider
Tja, was machst du jetzt? Jetzt bin ich hier drüben. Ich will mal... ob ich die Arrows verschießen soll für die Alte? Ich kann's nicht sagen. Ich bin halt momentan mir echt ein bisschen unwohl. Die hat wahrscheinlich an dem Ureinwohner geknabbert, der da immer auftaucht. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass sie an dem ein bisschen rumgeknabbert hat. wir hatten ja aber mal was gepflanzt, gell? Das ist nicht mehr da. Keine Ahnung. Ich zünd mal den Freund hier an. Ich bin bewaffnet. Tu mir nichts. So. Wir brauchen auch noch 6 Logs. Wir bauen dahin, dahin, dahin. Dann würde ich sagen, wir bauen weiter dahin. Das heißt, der hier ergibt keinen Sinn. Kann also weg. Ich dachte, wollte ich sogar gerade weghauen. Da hat mich der wieder erschreckt. Bin nicht, ob das der war. Aber ich glaube, ich hat schon... kann es nicht sagen. Hab der Wolke ruft nicht mehr an. Schade eigentlich. Hätte mich... sehr gefreut, wenn der in der Aufnahme reingekommen wäre. Wolke und Vendetta macht das immer sehr viel Spaß aufzunehmen, muss ich gestehen. Es tut mir leid, das zu gestehen. Aber es macht mir Spaß, mit den beiden zu spielen. Ich weiß, ich bin schrecklich. Ja. Und leider Problem ist, Vendetta kennt sich halt mit The Forest nicht aus, deswegen frage ich Vendetta gar nicht erst, weil wenn es um The Forest geht. Da ist halt Wolke der Ansprechpartner. Und bei Magic Mine frage ich halt Vendetta, weil Wolke momentan kein Minecraft auf dem PC hat, weil sein PC ja Schrott ist. Deswegen sind das da unterschiedliche Ansprechpartner für mich. Mir fehlen noch 6 und hier ist wieder nichts drin. Wenn wir jetzt die ganze Zeit Hasen fangen würden, würde ich mich ärgern. Wo ist jetzt eigentlich hier unser Freund, der Herr, der ständig hier respawnt und die Kannibalen anlockt? Das ist nicht er, glaube ich. Oh. Kommt der denn her? Nehme ich. Gekauft. Jo. Brauchen wir noch einen Baum. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ich baue von dem nach hier rüber. Und würde von dem dann direkt darüber bauen. Das heißt, der hier könnte weg. Den würde ich also nicht brauchen. Und ich würde ihn in die Richtung schubsen, weil dann liegt er genau da, wo ich ihn haben will. Wenn das funktioniert. Das heißt ja nicht, dass ich... also ich persönlich, ich bin da einer der... also ja, und deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher, ob... aber ich gebe mein Bestes. Und ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich sollte vielleicht innerhalb der nächsten... ich bin Profi. Habe ich doch schon immer gesagt, ich bin Profi. So. Ist sogar einer mehr, als ich aber hofft hatte jetzt. Obwohl er hofft, trifft es wahrscheinlich nicht richtig. So, warte mal, wir haben jetzt da, da und da. Das heißt, hier kommt der von da. Genau, der kommt da und E. Das sind... boah, Alter. Hier war doch aber gerade noch... hier lag doch eben noch ein Fünfter, habe ich doch gesehen. Der Nebel macht sich jetzt auch super. Boah, was für ein Nebel aber auch. Immer noch keine Sticks. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Boah, was für ein Nebel aber auch. Krass. Kannst also, wenn du hier stehst, am Rand unseres Bezirks, siehst du kaum noch die Behausung. Ich pfeife mir mal einen Stamina... Mix, Regries irgendwie rein.
Das hat jetzt auch gar nicht geleckt oder so. Bin ich froh, dass das Spiel keine Bugs oder Lags hat oder so. Also da bin ich schon heilfroh drüber. Und ja. Ich habe euch wieder den geistigsten Dünnpfiff, den man nur finden kann. Aus auf Toilette, da kann... Ich hatte, ja, ist, genau das meine ich. Genau das meine ich. Siehst du? Genau das ist das Problem. Ich bin übrigens echt, also vielen Dank. Das muss ich jetzt in jedem, ich glaube, das sage ich in jedem Let's Play jetzt. Vielen Dank an alle wirklich treuen Zuschauer von NeverGuessed.at. So, super, jetzt kann es losgehen hier. Vielen Dank an alle treuen Zuschauer von NeverGuessed.at, die gleich am Anfang... Moment. Scheiß Energy. Die gleich am Anfang gesagt haben, als ich den neuen Kanal vorgestellt habe, ich unterstütze den neuen Kanal, ich komme drüber und guck mal, was du da so treibst. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Finde ich echt klasse, dass euch die Videos so gefallen, dass ihr euch das sogar sofort entschließt, zum nächsten Kanal zu wechseln. Ich gebe mir auch, werde mir auch da Mühe geben. Ich hoffe, ich kriege da auch ein bisschen positive Kritik. Positive Anmerkung, Kritik, bla bla, irgendwie so. Obwohl, Kritik muss ja nicht positiv sein, aber Kritik halt. Also... Vernünftige Kritik, sagen wir es so, vernünftige. Und dass wir den Kanal auch aufziehen können. Ich hoffe ja sehr, dass, sagen wir mal, vielleicht... Wenn 5% von NeverGuessed.lp darüber wandern würden, dann wäre das echt krasser Anfang. So. Ich hatte da jetzt auch noch was geplant, so ein kleines Gimmick zwischen den beiden Kanälen. Ist auch schon fertig. Ich bin aber noch am überlegen, wann ich es veröffentliche, weil momentan, ich brauche das, glaube ich, da brauche ich so ein bisschen, Muße, muss ich gestehen. Um das mit einem... Es ist an sich fertig, sage ich mal, die Videos, das Video. Aber, es fehlen noch so ein paar kleine Dinge und ich möchte das nicht so unveröffentlicht rausgeben. Da bin ich mir ein bisschen, zu pingelig, glaube ich, für. Weil wenn ich die Aktion starte, das wird ein Riesending. Das wird mich auch viel, wirklich viel Erfindungsvermögen kosten, sage ich mal. Und deswegen möchte ich da ehrlich gesagt noch ein bisschen ruhig angehen. Und wenn ich sage, okay, jetzt veröffentliche ich das, damit ich dann weiß, okay, wenn ich das jetzt veröffentliche, dann bin ich auch dahinter, dann wird das auch was. Und so muss ich gestehen, so, das passiert mir öfter, sowas. So ist es mir noch nie in dem Rahmen, also habe ich noch nie ein Projekt in dem Rahmen starten wollen. Und so muss ich gestehen, vergehen öfters mal Ideen, von denen ihr gar nichts mitbekommt. Ich starte die, mach die fertig, komplett. Und denk mir dann aber, jetzt momentan hast du keine Zeit für sowas. Und tust dann echt wieder einfach löschen. Das passiert öfters und, kann ich auch mal sagen, das ist ja jetzt nichts Verwerfliches. Passiert halt, dass man Ideen, dass man sich was vornimmt, was man im Endeffekt nicht umsetzen kann. Das kann jedem mal passieren. Und es werden aber halt auch genauso viele Ideen, die ich mir vorstelle, dann auch wirklich umgesetzt. Sagen wir mal, 50% von dem, was ich mir überlege, wird dann, nachdem ich fertiggestellt habe, wieder in die Tonne geworfen, weil ich mir sage, okay, das ist nicht gut genug. Und die anderen 50%, die werden dann wirklich veröffentlicht. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel, dazu zähle ich jetzt, was genau hatte ich jetzt eigentlich vor? Ich wollte eigentlich vorher, hier noch eine Plattform anbauen, aber irgendwie will das gerade nicht. Hat auch jetzt. Wie zum Beispiel das damalige Zocken am Sonntag, was wir hatten, war so eine Idee davon. Hier muss da irgendwo noch einer sein. Ich weiß, da unten war jetzt einer, aber eigentlich müsste hier noch einer sein. Das damalige Zocken am Sonntag war so ein Ding. Oder auch, Let's Test Browser Games, das hat man ja mal ganz am Anfang noch, vor dem Zocken am Sonntag war das. Da hat man dieses Let's Test Let's Test Browser Game hat man da. So, tue ich mal das ganz kurz weg, weil das Geräusch hat mir gerade Angst gemacht. Wo wollte ich gerade hin? Hier.
Was wir dann irgendwann gesagt haben, ich glaube nach 10 Dingern oder so, habe ich dann gesagt, das ist vielleicht doch nicht das Richtige und habe es dann auch verworfen. Alter, 320 Loks. Ist aber ein schönes Quatsch-Let's Play, genau wie Minecraft. Ist geil, gefällt mir. Wuh. Der ist aber abrupt umgefallen. Da und da. So. Ich glaube, in der nächsten Aufnahme werde ich dann wahrscheinlich, für alle die sich schon drauf freuen, in die nächste Höhle steigen. Werde ich mir mal ein Dorf suchen. Und da soll es, wo wir, zum Beispiel, wenn du stirbst, kommst du ja in so eine Höhle rein. Da werde ich wahrscheinlich mal an so einer Höhle anfangen loszulegen. Und ich werde mir jetzt hier mal den See freilegen, weil ich gern Blick auf den See hätte, weil hier doch ganz häufig Barbaren durchkommen, oder Mutanten oder Eingeborene, wie man es nennen will, ist eigentlich relativ egal. Dann esse ich mir mal ganz kurz da und da ein. So, da haben wir wieder von beiden genug. Der fällt nicht auf uns, sehr schön. Achso, das ist so ein Ding. So. Dann mache ich mal rund um den See hier was weg. Vielleicht tue ich mir noch da eine Plattform hinbauen an den Baum. Ich weiß es jetzt noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Und ich muss gestehen, was heißt gestehen, ich muss sagen, ich gucke dieses Mal recht häufig in die Kamera. Es gefällt mir, dass ich ein bisschen die Kamera mit nutze. Ich denke mal, meine Haare werden mittlerweile total verwurstet sein und so, weil es doch schon ewig her ist. Tue ich eigentlich, wenn ich schlage, mehr Nahrung verbrauchen? Fällt mir auf den Kopf, ich glaub's nicht. So, Moment. Da und dann der hier noch. Brauchen wir noch 4. Die 4 sind gerade hier rüber gefallen. So. Ich hätte gerne den Walkman. Es gibt hier so eine Kassette, die hat der. Die gibt's, kann man ja irgendwo finden. Ich weiß nicht, wo muss ich gestehen. Und da kann man dann auch einen Kassettenrekorder dazu finden. Und dann kann man das abspielen. Da hat man Musik bei dem. Es ist nur ein Song, glaube ich, aber vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es nicht. Die Idee finde ich ganz cool. Jetzt hole ich mir noch diesen einen Baumstamm da. Das sind 2. Okay. Dann haben wir da noch einen für später. So, und auf zurück nach Hause. Die Idee finde ich ganz cool. Ich glaube, er ändert auch die Aufnahme jetzt hier. Die Idee finde ich ganz cool. Zum dritten Mal jetzt. Vielleicht kommen da noch ein paar Songs. Das wäre natürlich... Spitze? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich muss nicht alles verstehen, was in The Forest vorgeht. So wie immer, wenn wir die Aufnahme beenden, gehen wir hier hoch. Gehen wir hier hoch. Gehen wir hier hoch. So, jetzt habe ich's. Ich glaube, da war gerade ein Barbar. Und wir haben... Alter, guck mal, was wir gerade in der Aufnahme geschafft haben. Ich will nicht wissen, wie lang die Aufnahme ist. Gefällt mir. So, dann speichern wir mal ab hier mit C. Und dann lasse ich uns jetzt mit dem Sonnenuntergang einfach mal ausklingen. Adios, bis zum nächsten Mal, Jungs, Mädels und Haustiere, falls sie mit zugucken. Nehmt euch da einfach mal euer Haustier, setzt euch so hin, vielleicht eure Katze und sagt, jetzt gucken wir... Let's play The Forest. Und dann sieht die Katze mich durchtötet und rennt weg. Ciao.